Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video von und mit mir hier auf dem Dave Johnson Spans Kanal. Ich habe mir ja bei der letzten einen Aktion 5 kaufen, 3 bezahlen, 2 umsonst. Das war jetzt hier noch ein kleiner Nachtrag, weil die Spiele doch ein bisschen später kamen. So spät, dass mir die mitten im Urlaub mitgenommen haben, beziehungsweise direkt abgeholt haben. Deswegen braucht ihr euch nicht wundern, warum 2 Spiele schon ohne die Verpackung ist, weil die haben ja diese Woche im Urlaub mitgehabt. Ja, konnte wieder einer nicht abwarten, bis ich die Videos abdrehe. So, und dann sind natürlich 2 Spiele schon auf, wollte ich euch bloß sagen. Wenn es merkt, dass da nichts mehr dran ist. Einmal ist das dieses Monopoly Family Fun Pack mit ein paar Extras, wie ihr gesehen habt, hier ist schon auf, die Disc. Ja. Das Spiel kostet so im Schnitt, sagen wir, 15 Euro. Das habe ich ja jetzt mit dieser 5 kaufen. Hat sich ja wirklich gelohnt, alle Spiele sind unter 20 Euro und da haben wir halt, weiß gar nicht, das Spiel um, nee, warte mal, die 2 Spiele, glaube ich, waren umsonst, das und das war, glaube ich, dann umsonst. Weil alles unter 20 Euro kam, hat sich dann auch gelohnt. Ja, hier hat man ein paar schöne, nette Updates. Gibt es auch für die Konsolen jetzt endlich. Gab es immer für die PS3. Jetzt hat man hier ein paar andere Extras. Kann man sich ja alles gestalten, wie man möchte. Dann gibt es dieses Kartenspiel. Da hatten wir auch unseren Fun. Und das hier mit Rabbit DLC. Gibt es noch ein paar andere Sachen. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Irgendwas mit Sims oder so. Das sind die ganzen Sachen, die man braucht. Smart Clause sagt mir jetzt nichts, was das ist. Ja, installiert mit 5 GB und dann kann man hier alles schön machen. So wie das klassische Monopoly, bloß halt mit der Konsole. Und man kann ein paar Sachen freischalten. Und hier kann man nie betrügen, sag mal so, wie man das sonst auf einem normalen Brettspiel macht. Und man kann auch recht lustig online spielen. Jo, lohnt sich auf jeden Fall. Wie gesagt, für den Preis her war es gut und angenehm. So, als nächstes, Minecraft gibt es ja auch in zigtausend Varianten. Für die PS Vita wollte ich mir das dann nochmal holen, aber irgendwie gab es das nicht mehr für die 10 Euro. Aber ich war mal schauen, ob ich das bei Rebuy noch irgendwie ergattern kann. Minecraft Xbox One Edition ist ein bisschen anders, wenn man jetzt überlegt. Wenn ich mir jetzt überlege, das Tutorial von der Xbox 360 werden und der PS3, das war doch ein bisschen kleiner und jetzt gibt es eine fette Riesenwelt, die kann man auch machen, ob man die Standardsachen machen kann. Man kann hier auch seine Daten, habe ich jetzt auch gesehen, steht auch klippisch hinten drauf, kann man seine Daten von seiner Xbox 360 oder PS3 und dann auf die PS4 übertragen. Und dann hat man die alten Spielstände und kann dann lustig weiterbauen, wie man möchte. Die Sachen, die man in seiner Cloud gespeichert hat. So, hier steht einmal 500 MB, ist auch ein Witz. Und dann kann man natürlich im Koop spielen, alle möglichen anderen Sachen. Natürlich braucht man dieses, wenn man online spielen möchte. Ihr seht, hier hat schon einer gezockt. Das Teil ist noch in unserer Xbox One, die in der Konsole noch ist, die wir noch nicht ausgepackt haben, weil wir sind heute erst gekommen. Ja, und deswegen habe ich jetzt bei dem schönen Sonnenschein dieses Video gedreht. Oder drehe dieses schöne Video. Weil ich dann doch ruckzuck machen, weil nächste Woche geht es wieder mit den Arbeiten los. Hier steht auch doch, übertrage deine Lieblingswelten aus der Xbox 360 Version. Wie gesagt, es gibt so recht viele neue Extras. So, und damit wir auch mal wieder was für die Vita haben, habe ich gesehen, dass mir das Spiel noch fehlt. Jurassic World für Lego für die PS Vita. Es sind leider echt nur noch die Spiele für die PS Vita, die ich mir jetzt wirklich noch für das System hole. Alle anderen Sachen, ja, wird ja nicht mehr so direkt unterstützt. Wobei Resident Evil Revelation 2 würde ich mir auch nochmal per die PS wieder holen, aber 40 Euro oder 30 Euro. Wenn man das jetzt alles mitrechnet mit den Liefergebühren und so, ist mir das doch zu teuer. Man kann es auch online kaufen für knapp 20 Euro. Ja, ich bin nicht so ein Download-Freund. So, ja, ein Spieler wie immer. 10 MB Speicherplatz und dann die Touch-Funktion. Ich sage, ich habe mich erst mit dem Lego erst schwer
Hab mich erst schwer getan mit den ganzen Lego-Spielen, aber ich finde die echt lustig umgesetzt. Ein richtig cooler Humor, die Filme sind lustig. Ja, von Film zu Film ändert sich das. Aber hier für die PS Vita lohnt sich das auf jeden Fall. War, glaube ich, auch irgendwas mit 10 Euro. So, und damit der 3DS auch nicht zu kurz kommt, haben wir uns das für den 3DS, 2DS geholt. Warner Brother Games unterstützt ja das. Eigentlich die ganzen Lego, die haben, glaube ich, auch die Lizenzen gekauft. Jo. Das ist dann für den 3DS. Ich bin mal gespannt, wie das Spiel wirklich ist. Ja, wir probieren einfach mal alles und dann spielen wir das so nacheinander durch. Für den 3DS wirklich interessante Spiele. Ja, bis auf... Man muss sich ein bisschen... Wobei, ich weiß nicht, ob das für Neueinsteiger auch gut ist, die Spielreihe. Weil man mit dem Film eigentlich nicht will. Oder die Filme nicht kennt. Das ist ja so eine Serie hier von RTL 2 oder Super RTL. Oder war das Disney? Fragt mich, nagelt mich jetzt nicht. Oder Nickelodeon. So tief bin ich da jetzt nicht drin in der Materie. Ich gucke mir die Serie jetzt auch nicht direkt an. Aber ich habe sie jetzt mitgenommen für die Familie. So ein Film, den ich, eine Filmreihe, die ich auf jeden Fall kenne. Marvel's Adventures. Oder Adventures. Irgendwie. Vergesse ich immer, wie das ausgesprochen wird. Gibt es ja auch Filme davon. Mit, wie sie noch, mit Scarlett Johansson. Ja. Und jetzt auch für den 3DS. Gibt es komisch auch für die großen Konsolen. Ich habe die jetzt für die 12 Euro auf jeden Fall mitgenommen. Die großen Konsolen kosten natürlich ein bisschen mehr. Hier steht auch noch was mit kostenpflichtiger Inhalt. Gibt es anscheinend wieder irgendwelche Updates. Ja, irgendwelche Figuren oder Umhänge oder was weiß ich nie, was da ist für Bonuswaffen. Ja, und hier für den 3DS für unterwegs. Das war komischerweise noch nie oft gewesen, sondern nur die zwei. Da haben doch beide für die großen Konsolen gespielt. Irgendwas klappert hier wieder. Ist bestimmt die Disc wieder raus oder irgendwas anderes. Eine Figur würde, denke ich mal, gerne drin sein. Ja, für den 3DS habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wenn man rechnet, 12 Euro pro Spiel oder halt 3 für den Vollpreis und dann 2 umsonst, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also das war einer der besseren Aktionen. 3 kaufen, 3 zahlen und wo man 2 umsonst kriegt. Ist natürlich immer so eine Preisfrage, wenn man jetzt sich Haufen Spiele holt für über 70 Euro, dann ist das immer so bedingt günstig. Gut, dann rechnen wir dann 40 Euro pro Spiel oder auch immer, je nachdem. Wir haben uns entschieden, wir holen uns nur Spiele, alles unter 30 Euro und da lohnt sich es auf jeden Fall. Falls mal Spiele dabei sind, die nicht so gut sind, da kann man dann sagen, es war doch nicht so großer Reinfall. So, soll das gewesen sein. Das war jetzt der letzte Nachtrag von dieser 5 kaufen, 3 zahlen, 2 umsonst Aktion, die ich auf jeden Fall begrüßen würde, wenn die nochmal folgen würde. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt bei Mediamarkt. Oh, das soll es gewesen sein. Doch, eure Meinung zu den Sachen. Welche Version habt ihr von diesen Spielen? Minecraft, habt ihr das auch in zigtausend Varianten? Zu Monopoly und was ihr generell von den Lego-Spielen haltet. Das würde mich interessieren. Abonniert mich, wenn ihr das wollt. Bewertet mich und gebt mir einen Daumen, was auch immer ihr machen möchtet. Das soll es wirklich jetzt gewesen sein. Viel Spaß noch beim Zocken und bis später. Ciao.